Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG setzt sich stark für Wasserkraft in ganz Salzburg ein. Dabei steht Versorgungssicherheit an erster Stelle. Im Gasteinertal finden alle 10 Jahre Wartungsarbeiten am Bockhardsee statt. Der Bockhardsee ist ein künstlich angelegter Stausee auf 1870 Höhenmeter. Er wurde in den vergangenen Monaten langsam entleert, seit einigen Wochen werden Erkundungsmaßnahmen und Baggerarbeiten durchgeführt. Dadurch sollen Verformungen und Bewegungen im Damm besser erkannt werden. Momentan sind wir eigentlich schon wieder im Prinzip in der Aufstauphase. Das heißt, die ganzen Erkundungsmaßnahmen, was wir am wasserseitigen Dammfuß und Dammkörper durchgeführt haben, sind schon abgeschlossen. Die ganzen Begehungen, Sanierungen und nun im Einlaufbauwerk, was sonst nicht zugänglich ist, sind auch schon abgeschlossen. Die Linie zwischen Vegetation und der Blockhalle kann man sich vorstellen, das ist im Prinzip eigentlich die Grenze, wo das Wasser ist bei Vollstau. Und da, wo wir jetzt stehen, sage ich mal, oder wo das Wasser im Moment ist, vielleicht noch einen halben Meter höher, in der Range bewegen wir uns im Prinzip im Bewirtschaftungsraum. Der Bockhardsee beinhaltet rund 19 Millionen Kubikmeter Wasser. Rund 70 Höhenmeter Wasser werden im Regelbetrieb genutzt. Das Wartungsprojekt wurde schon vor langer Zeit mit der Planung gestartet. Seit dem Frühjahr wird hart gearbeitet. Es ist durchaus moderne Technik eingesetzt worden, sei es jetzt bei der Vermessung, wo Drohnen eingesetzt worden sind, also auch eine Multibeam-Vermessung, sprich, das heißt, es ist ein Floß oder ein Boot auf dem Restsee abgesetzt worden, wo dann eine Unterwasservermessung gemacht worden ist, was dann im Anschluss im Prinzip mit den Ergebnissen aus der Drohnenvermessung verschnitten wurde, wodurch man im Prinzip ein gesamtes Modell oder dreidimensionales Modell vom kompletten Speicherraum hat. Das Wasser aus dem Bockhardsee wird in die umliegenden Kraftwerke transportiert und dort verarbeitet. Aus den niedriger gelegenen Becken kann das Wasser außerdem in den See zurückgepumpt werden. Die Arbeiten im Gasteinertal dauern noch bis Ende August an. Ab jetzt wird der Stausee langsam wieder mit Wasser befüllt, sodass sich der Bockhardsee bald wieder in seiner ganzen Pracht präsentieren kann.